So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke oder auch die große TV-Total-Sack-Weitwurf-Weltmeisterschaft. Wie sieht's denn hier aus? Letztens war doch alles leer, jetzt ist irgendwie alles voll. Wir haben das Kaiserkite-Ticket hinter uns gelassen, die Überreste sind hier drin. Wir werden das jetzt mal dort in die Ecke knallen, fertig, denn das war das Kaiserkite-Ticket. Das hat nur $1 gekostet, das war recht günstig, aber es gab ja noch das Hubi-Michi-Ticket, das dieses Wunder-Ticket, was die ganzen 3 Monate für die komplette Season gilt und 3 verschiedene Forschungen beinhaltet. Und durch die erste Forschung, die 3 Seiten hat, möchte ich euch jetzt führen. Jetzt muss ich mir hier einen Platz suchen, hier sieht es auch ziemlich voll aus, wo ich mich hinstellen kann, um euch mal die erste Seite zu zeigen. So, wir stehen jetzt hier neben dem Sauerkraut und ihr seht noch mal ganz kurz vom Kaiserkite-Ticket diese eine Seite Forschung, die es gab. Ich konnte die ja leider nicht einblenden, weil das ja dann nach dem Forschungstag schon fertig war. Aber damit ihr seht, wirklich so waren die Aufgaben. Schließe eine Feldforschungsaufgabe ab und das 5-mal. Wenn ihr am Forschungstag eine Aufgabe gemacht habt, habt ihr eben die 5 Encounter bekommen. Da gab es ja auch ein Shiny draus und so. Fand ich ganz cool, hat sich also gelohnt, war nur $1. Danke an Kaiserkai. Jetzt aber haben wir das Wunder-Ticket. Da muss ich euch auch ganz kurz einen Screen zeigen. Seite 1 von 3. 105 Tage Zeit. Lande 30 gute Würfe. Fange 30 Pokémon. Drehe 30 Pokestops. Jetzt wollte ich mit dem Video beginnen, am Montag das aufzunehmen. Am Sonntag war aber der Forschungstag. Das heißt, die erste Seite ist leider schon komplett fertig. Ich habe da nichts gefilmt, konnte da nichts machen, kann euch jetzt aber zeigen, wenn ich die Belohnungen von der ersten Seite abhole, was da drin ist. Also hier ist natürlich goldene Himbeere, dann eine Sananabeere, hier ist eine Pokémon-Begegnung drin, ein Tuska. Wir fangen es jetzt einfach mal normal. Wir machen nicht den Schnellfangtrick. Wir fangen es normal, damit wir es direkt bewerten können und nicht nachträglich nochmal raus. Normal fange ich ja alles dann immer mit dem Schnellfangtrick. Gucken jetzt hier drauf, wie viel hat das? Ist das gut? Ist das schlecht? 2 Sterne ist relativ schlecht. Können das noch abholen, da gibt es noch mal einen Rauch, 5000 EP, 2500 Staub und wir müssen auf die zweite Seite kommen. Genau, brüte 5 Eier aus, lande 20 großartige Würfe, fange 30 Pokémon mit Wetterverstärkung. Da gibt es auch einen Raid Pass am Ende, da ist wieder ein Pokémon drin, 5 Sonderbonbons, 5 Eier. Boah. Ich habe normalerweise immer nur die normale Brutmaschine hier am Start. Ich glaube, für die Aufgabe 1, 2, 3, 4, 5, ach, ich nehme einfach das auch noch mit. Ich mache einfach mal jetzt die ganzen 7 Kilometer Eier weg. Die stören mich sowieso. Und was machen wir noch? Wir holen mal den Feldforschungsdurchbruch ab, gucken zumindest, was da drin ist. Ein Quaff-Waff, gut, das können wir jetzt aber mit Schnellfangtrick fangen. Zack, Quaff-Waff ist weg. Dann brüten wir jetzt mal ein paar Eier, fangen ein paar Pokémon, melden uns zurück, wenn wir mit der zweiten Seite auch fertig sind. Das ist das Sauerkraut, guckt ihr es an. Da steht es einfach und hat uns Hallo gesagt. So, die Eier sind jetzt bereit zum Schlüpfen. Es ging schon 2 2-Kilometer Eier auf. Die habe ich jetzt nicht gefilmt. Ich möchte euch aber jetzt, vor allem 6. Ich brauche doch nur 5, jetzt gehen 6 Eier auf, aber eigentlich habe ich ja schon 2, also eigentlich bräuchte ich nur 3, habe jetzt 6, ist das Doppelte. Können wir mal eine Gleichung aufstellen. Gucken wir kurz hier rein, hier ist ein Alola Sandan drin. Das sind halt jetzt noch richtige alte Eier. Nicht aus irgendeinem Event, Gala Zickzacks ist dabei, Vulpix ist dabei. Hab gerade auch ein Pikachu gefangen mit so Kapitänsmütze, weil das nächste Event schon wieder gestartet ist. Hier nochmal Mauzi, nochmal Mauzi und nochmal Mauzi, aber ein anderes, was halt anders aussieht. Vorhin gab es noch ein Kusilla, das habe ich noch gebrütet aus dem 2er. Und ansonsten bewerten wir kurz mal die 7 Kilometer Eier hier, 3 Sterne. 96er Mauzi, 2 Sterne, nochmal 3, nochmal 3, nochmal 3, müsste ein 93er sein, fehlt nämlich noch ein Punkt. Und jetzt können wir bei Events Wunderticket 2 von 3 abholen, Sternstück, Sonderbonbons, eine Pokémon-Begegnung mit Phlegmon. Hauen wir auch mal drauf, im Laufen kurz, das Pupsi wieder suchen. Dann gibt es ein Raid Pass.
Das ist cool, ich habe ja schon zu Thomas gesagt, ich werde jetzt alle Raid-Pässe immer sammeln, bis zur nächsten Go-Tour im Februar oder wieder nächsten Jahres. Aber dazwischen kommt ja wahrscheinlich Go-Fest, aber je nachdem, wo das stattfindet, bin ich da, bin ich nicht da. Ohne Ticket brauche ich eh nicht hin, Ticket darf ich mir nicht kaufen. Ist ein bisschen kompliziert dieses Jahr. So, 5000 EP, 2500 Staub und ein grüner Pass. Nehmen wir mit. Wir müssten jetzt eigentlich auf der letzten Seite sein, aber irgendwie ist da nichts. Das heißt, wir laufen noch mal kurz einmal hier um das Ding rum. So. So lange lädt das noch mal. Das ist nämlich der Busbahnhof. So, jetzt sind wir hier, jetzt gehen wir rein und haben die dritte Seite, erkunde 5 Kilometer, setze 5 Rauch oder tägliche Abenteuerrauch ein, lande 10 fabelhafte Würfe, noch eine Pokémon-Begegnung, 30 Bälle, 10.000 EP und eine blöde Mütze. Rauch brauche ich eigentlich nicht, das heißt, ich könnte theoretisch 10 Rauchs einsetzen, ich habe E83 und das werde ich wahrscheinlich machen, dann um die Aufgabe fertig zu machen. Ist da die Habermaus? Hallo, ich bin die Habermaus. Bin die Habermaus, Hilfe! So, willkommen zurück. Das ist die Seite 3 von der Spezialforschung, beziehungsweise auch der nächste Tag. Hab ja eh Zeit, bis das Video rauskommt. Das Ticket ist übrigens von Hubi Michi. Habe ich das schon erwähnt? Ich glaube, ich habe es die ganze Zeit vergessen. Das Ticket ist von Hubi Michi. 3 Monate Ticket von Hubi Michi. Wir wollen jetzt hier Frühstück machen kurz. Ich werde auch gleich noch die Belohnungen abholen von Seite 3. Da gibt es die blöde Mütze, wie gesagt, wo ich schon eine auf habe. Und bin gespannt, was dann die nächsten 2 Monate noch für Forschungen kommen. Danke auf jeden Fall jetzt schon mal für den Raid Pass. Dann ist das Frühstück. Kann ich nochmal zeigen. Kriegst ein Brötchen, schmeißt dir alles drauf. Krankenhaus-Sandwich incoming. Frisch gepresster Orangensaft, wunderbar. Das ist bestimmt für mich. Ja. Dankeschön. So, wir sitzen jetzt hier. Guckt euch mal die Kulisse an mit der Flucht. Was? Kulisse. Weil die cool ist, ne? Das hat nichts mit Kuh zu tun, sondern weil das cool ist. Da kommt schon der Rocketballon angeflogen. Wir gehen jetzt aber mal hier drauf in den Event-Tab und holen jetzt nochmal 30 Bälle ab. Ein Ei ab. Jetzt haben wir 2 Eier. Pupsi hat doch hier schon ein Ei. Jetzt haben wir noch ein Ei. Ja. Dann ist hier ein Pokémon drin. Ein Bibor. Jetzt verstehe ich auch, wieso der Kollege letztens irgendwo drauf gedrückt hat und hat einen Shiny Bibor in irgendeiner Forschung gehabt. Wo ich mir dachte, was ist das denn wieder für eine wilde Forschung? Aber es war diese mit dem Ticket. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, wer das war. Auf jeden Fall hat derjenige auch das Ticket. Warum auch immer, das Ticket ist so richtiger Müll. Hätte ich mir niemals gekauft. Aber wenn es der Hubi Michi gegiftet hat, okay, dann mach mal die Forschung fürs Video, um euch zu zeigen, wenn ihr das Ticket nicht habt, dass ihr das Bibor verpasst habt. Jetzt bewerten wir es auch mal, gucken sie uns an, hat auch nur 2 Sterne, ist halt auch nicht wirklich gut. Und holen auch die 10.000 Erfahrungspunkte, 5.000 Staub und der Venikro-Helm. Ich bin ja eigentlich kein Freund von so hässlichen Sachen, da es aber mit dem Ticket zusammenhängt, werde ich mein Professoren-Outfit ablegen und wohl doch jetzt den hässlichen Venikro-Helm anziehen. Genau. So. Und sieht das jetzt doof aus? Bestimmt. So, so sieht das jetzt aus mit dem Venikro-Helm und danke nochmal an Hubi Michi für das Ticket, für die erste Forschung. 2 weitere Forschungen werden auf jeden Fall noch kommen. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Habt ihr die Forschung geholt? Habt ihr euch das Ticket geholt? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt es in die Kommentare. Wo hat denn der den Controller jetzt her? Von mir. Wie, wieso hast du einen Controller dabei? Was ist mit der Habermaus? Warum der Controller-Maus? Ah!